Ja, da wäre ich wieder zurück und wir haben immer noch das Problem mit den Farben. Ja, ich tue jetzt alles mal wieder raus da und schau mir das nochmal in Ruhe an. Du da draus. Du kannst ja nicht rausmachen, oder was? Okay, dann wird es wohl richtig sein. Gut, dann ist der zweite. Also hier ist müsste blau sein und blau müsste in 2, 4. Dann müsste das vielleicht in den vierten rein. Also wenn ich jetzt hier der Reihenfolge nachgehe, dann müsste das hier rein, der blaue. Der dritte ist der gelbe und der gelbe müsste in den zweiten rein. Nicht der blaue. So, der gelbe. Also wenn ich das jetzt einfach mal so plump mache. Der grüne ist dann der vierte und den tue ich dann in den dritten. Dritten habe ich doch schon. Hä? Okay, nochmal. Also der zweite ist... Ist der blaue gewesen? Alle mal weg. Okay, der erste ist der rote und der muss man wohl hier rein tun. Der zweite ist der blaue und den tue ich in den 2, 3, 4 da rein. Der dritte ist der gelbe, der kommt in den zweiten und der grüne ist der vierte, den tue ich jetzt in den dritten. So, vielleicht klappt es ja jetzt. Ich hasse solche Rätsel. Es funktioniert Yes! wieder. Juhu! Hallo? Hallo, hört mich jemand? Wieso antwortet da keiner? Verdammt! Blödes Rätsel war das. Wer schießt? Die Tür steht offen. Was ist passiert? Jemand hat auf das Funkgerät geschossen. Wer zum Teufel? Ich muss ihm nach. Oh Gott, wer ist das? Irgendeiner möchte nicht, dass wir hier rauskommen. Scheiße, ey. Gut. Lassen wir den mal in Ruhe. Arbeiten wir uns von vorne nach hinten oder so. Ach nee, komm. Gehen wir mal da. 1, 2, 3, 4. Mal weiter gucken. Der hier, hat der vielleicht geschossen? Könnte das sein? Das Mamasöhnchen vielleicht? Will sich bei allen rächen? Vielleicht? Hallo, mein Junge. Na, wie ist es? Komm jetzt, ich bin sicher, dass wir jetzt vorankommen werden. Ja, echt? Oh, Erinnerung. Wir sind in der Küche. Zu fünft. Okay. Wer von euch hat diese Sauerei da draußen angerichtet? Definitiv ein Verrückter. Na, dann wissen wir ja, wer es war. Gibst du es zu? Ich habe gar nichts gemacht. Du drehst hier doch schon seit Tagen durch. Hör auf damit. Was denn? Wenn hier einer gestört ist, dann ja wohl du. Du solltest lieber froh sein, dass ich die Knarren besorgt habe. Jetzt hört schon auf damit. Es hat keinen Sinn, wenn wir uns gegenseitig fertig machen. Lasst uns lieber zusehen, wie wir hier wegkommen. Wir müssen Hilfe holen. Wir können keine ganze Woche mehr warten. Das stehe ich nicht durch. Vielleicht ist es Teil des Tests, um zu sehen, wie wir reagieren. Davon war nicht die Rede. Ich bin bestimmt nicht hierher gekommen, um mich massakrieren zu lassen. Wir teilen uns auf. Jeder sucht in einem anderen Areal des Camps nach einem Ausweg. Wer etwas findet, ruft die anderen zusammen. Und dann nichts wie weg. Brillant. Hast du einen besseren Plan? Ich finde, das klingt vernünftig. Also gut. Ich sehe mir draußen das Tor an. Ich schaue nach der Tür im Keller. Dann gehe ich zum Strand. Und du gehst rüber in den Wald. In den Wald? Warum? Warum ich? Ich hab's lieber, wenn du weit weg bist. Hast du Angst im Dunkeln oder wie? Du kannst auch gerne im Brunnen nachsehen. Okay, genug jetzt. Also er geht in den Wald. Du kommst schon klar. Und ich? Du passt auf unsere Zimmer auf. Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich die Schweinerei wegmachen. Was? Das kannst du selber machen. Wirst dir schon keinen Zacken aus der Krone brechen. Mit dem kranken Idioten?
Dann sind wir uns ja einig. Der Schrubber steht da hinten in der Ecke. Alles geklärt, ja? Also dann, los geht's. Seid vorsichtig. Wir treffen uns nachher wieder hier. Ach so ist das. Die sind alle nicht ganz okay, gut. Ihr wart also bewaffnet und ihr habt nach einem Fluchtweg gesucht. Was hat euch solche Angst gemacht? Ich weiß es nicht. Irgendwas war passiert in der Nacht. Du kannst dich immer noch nicht erinnern, wo ihr da wart? Nein. Aber... Aber? Das Bild wird deutlicher. Doc? Ja? Sind Sie heute Nacht auch noch hier? Nein, ich gehe zurück ins Hotel. Ich habe da noch einen Termin. Warum? Ich habe Angst. Du bist hier in Sicherheit, Junge. Mach dir keine Gedanken. Und wenn die Schwester wiederkommt? Oder der Doktor im weißen Kittel? Du hast nichts von ihnen zu befürchten. Ich trage hier die Verantwortung. Und ich werde dafür sorgen, dass euch nichts passiert. Hm. Krass. Also die wollen wohl gemeinsam fliehen. Und ich habe das Gefühl, die sind Teil eines Experiments. Wir werden jetzt erstmal mit Dr. Young reden, damit die den Jungen auch in Ruhe lassen. Beziehungsweise alle in Ruhe lassen. Dr. Young? Bitte. Ich mache heute früher Schluss. Oh ja. Sind Sie denn schon so gut vorangekommen? Oder ruft doch eher der Kneipentresen? Tja, Doktor. Ich denke Ersteres. Alle fünf machen hervorragende Fortschritte. Ich bin ziemlich sicher, dass ich morgen ein entscheidendes Stück weiterkomme. Ach. Allerdings. Ich habe jetzt noch eine Verpflichtung. Gleich morgen mache ich mit dem Mädchen aus Zelle 2 weiter. Sie wurde als Erste hier eingeliefert. Es kann gut sein, dass ich mit ihr die größten Fortschritte machen werde. Nun, dann lassen Sie sich nicht länger aufhalten. Eine Sache wäre da noch, Dr. Young. Mir wurde heute von Patienten berichtet, dass Ihre und Tamaras Anwesenheit Sie ängstigt. So? Welcher Patient hat das gesagt? Das ist ganz unwichtig. Ich möchte Ihnen nur noch mal nahelegen, die fünf in Ruhe zu lassen. Keine Medikamente, keine anderweitige Intervention. Auch Tamara soll den Zellen fernbleiben. Und wenn es Probleme gibt? Dann rufen Sie mich an. Ich muss jetzt los. Bis morgen. Bis später. Gut, das war doch mal eine klare Ansage an den Dr. Young, der mir auch nicht so geheuer ist. Sollen wir uns noch... Ja, da verabschieden wir uns noch bei der Tante hier. Abgeschlossen. Die ist gar nicht da. Puh, hat die Urlaub genommen oder was? Naja, okay, dann gehen wir. Der Regen gefällt mir sehr, sehr gut. Erstmal mit Miller quatschen. Ja, langsam verdichtet sich die Story von hinten nach vorne. Erfahren wir immer mehr. Ja. Oh. Miller, gehen Sie nach Hause. Gehen Sie ins Bett. Sie werden umkommen hier draußen. Ich habe hier einen Job, Doc. Aber es ist nicht Ihr Job, hier umzukommen. Wissen Sie, was komisch ist, Doc? Ich habe das Gefühl, Sie sind viel übler dran als ich. Wie meinen Sie das? Man hört so dies und das. Aha, was hört man denn? Kann es sein, dass Sie ein paar Probleme haben? Was soll das heißen? Wer flüstert Ihnen das denn zu? Sie stehen hier doch den ganzen Tag. Na kommen Sie, ist ja nicht so schlimm. Mit mir können Sie reden. Ich kenne das. Moment. Sie haben gehört, was ich mit dem Detective besprochen habe, oder? Draußen am Tor. Probleme mit Ihrer Frau, hm? Ich kenne mich da aus, Doc. Und ich sage Ihnen was. Am besten vergessen Sie's. Sie ziehen den Kürzeren. Sie wissen doch gar nicht... Hören Sie zu, Miller. Wir kennen uns kaum. Mein Privatleben geht Sie rein gar nichts an. Nichts von dem, was der Detective und ich besprechen, geht Sie etwas an. Sie halten sich da gefälligst raus und hören auf, uns zu belauschen. Ist das klar? Ist mein Job schon vergessen? Ich bin hier Sicherheitsmann. Sie haben 4 Doppelstunden Ausbildung. Sie haben keine Ahnung von meinem Job, meinem Leben und meinen Problemen. Und dabei wird es gefälligst auch bleiben, sonst kriegen Sie Ärger. Sehen Sie, Doc? Was? Sie werden aggressiv. Sie drohen mir. Sie haben wirklich ein Problem. Nein, Miller, Sie haben eins. Und wenn Sie so weitermachen, haben Sie auch 2. Sie sind nichts weiter als ein Arbeitsloser mit Mordfantasien. Sie sind... Bitte, bitte, nur weiter, Doc. Was bin ich? Lassen Sie es raus. Sie verdammter... Ja, nur weiter. Das reicht jetzt. Ich hatte einen harten Tag. Wir sehen uns morgen. Der atmet genauso wie der Cliff war das, glaube ich, ne? Der Patient aus Zelle 5. So dieses... Nachher ist er auch irgendein Psycho, ne? Also so ein bisschen Psycho sind sie ja alle.
Und es gibt auch gar keinen wirklichen Bösewicht. Wenn man mal vom Hotelportier absieht. Ja, jetzt erstmal ein Saufen kommen. Oh, oh Gott, da ist unser Freund wieder. Kann ja heiter werden. Aber so lernen wir Schau an. David besser kennen. Kein Lokalverbot? Nicht? Darf ich saufen? Ich habe aber kein Geld. Nabend, Randall. Nabend, Riker. Nabend? Na, alles klar? Bis jetzt noch ja. Hören Sie, Randall, ich glaube, ich muss mich für gestern Abend entschuldigen. Ich wollte hier keinen Streit vom Zaun brechen. Ich habe wirklich schon Ärger genug. Das geht schon in Ordnung. Es wäre allerdings schön, wenn wir hier künftig ohne Schusswaffen auskämen. Das habe ich auch Riker schon gesagt. Es war einfach nicht mein Tag gestern. Dann wollen wir mal hoffen, dass es bei diesem einen Pechtag bleibt. Okay. Kriege ich hier trotzdem noch was zu trinken? Whisky? Yep. Und für meinen Freund Riker einen Wodka, richtig? Ja. Das war nett. In den Becher? Naja, ich weiß ja nicht. Noch ein? Mhm. Sie sind ein ziemlich harter Bursche, Doc. Finden Sie. Sieht man ihn nicht unbedingt an? Ich bin nicht stolz drauf. Es kann nicht schaden, wenn man mal deutlich werden kann. Oh doch, das kann es. Es kommt darauf an, wem gegenüber. Immer noch Probleme mit Ihrer Frau, Doc? Mehr denn je, schätze ich. Wie kommen Sie jetzt darauf? Ich weiß nicht, Doc. Was haben Sie angestellt mit Ihrer Frau? Deutlich geworden? Ich habe einen Haufen Mist gebaut, Randall. Sie haben sie doch nicht... Geschlagen? Oh nein, nein, nein. Ich habe ihr kein Haar gekrümmt. Nie. Es war ein Unfall, verstehen Sie? Ein Unfall. Unfall? Ja. Ganz bestimmt war es das, Doc. Kommen Sie, das wird schon wieder. Wollen Sie noch einen? Ich weiß nicht, ob das gut für mich ist, Randall. Also gut, geben Sie mir noch einen. Kopf hoch, Doc. Sie kriegen das schon wieder auf die Reihe. Ja, vielleicht. Oder auch nicht. Ich muss los, Randall. Schreiben Sie es auf? Pleite, Doc? Nein, nein, nur gerade kein Bargeld dabei. Ist das in Ordnung? Wenn Sie sich nicht bei Nacht und Nebel davon machen... Keine Sorge, ich bleib Ihnen erhalten. Also, bis morgen. Bis morgen, Riker. Nicht sauer sein, ja? Kein Thema. Prost. Die werden noch Freunde, die zwei. Ich muss los. Ich schau wieder rein. Okay, irgendwas ist mit diesem Unfall. Was ist das für ein gottverfluchter Unfall, was da passiert ist? Und ich schätze mal, David hat die größte Schuld daran.